Dankeschön. Schön, dass ihr das hier alles gefunden habt. Ich habe mich auf dem Weg hierhin zweimal verlaufen, also congratulations. Mein Name ist Eva, manche kennen mich vielleicht auch als Ed Habichthorn. Ich arbeite beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, auch bekannt als RBB, bin Projektleiterin Community Management, schreibe aber auch schon ganz lange das Internet voll. Außerdem kann ich euch gleich sagen, wenn euch der Vortragstitel bekannt vorkommt, dann habt ihr recht. Letztes Jahr habe ich nämlich einen ganz ähnlichen Vortrag gehalten, aber 2023 ist ja leider auch nicht wirklich weniger dramatisch, auch nicht weniger hektisch und auch nicht weniger sorgenfrei als 2022. Deswegen habe ich gedacht, ich reiche das geupdatet einfach nochmal ein, hat funktioniert, der Bedarf ist offensichtlich da. So, worum soll es hier heute gehen? Um Resilienz und wie man lernt, die Gleichzeitigkeit der Dinge zu ertragen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn ich saß vorletztes Wochenende mit meinem Kind und anderen Menschen in einem Schrebergarten und wir drei Erwachsenen hatten lustigerweise einen Republika-Vortrag vorzubereiten und ich wurde nach meinem Thema gefragt, also Resilienz und was so meine These sei, wie man resilient wird und ich so, naja, man muss halt drüber reden und dann folgte eine relativ lange Pause und mein Gegenüber meinte so, ja, ich dachte, da kommt jetzt noch was und ich so, nee, eigentlich ist das alles und jetzt habe ich hier halt 30 Minuten Zeit, um euch möglichst in vielen Schattierungen zu erzählen, dass ihr miteinander reden solltet. Yay! Ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Ich bin keine Ärztin oder Psychologin und wenn ihr wirklich ernsthafte Probleme habt, dann wendet euch bitte an eben diese Fachkräfte und bitte nicht an grünhaarige Frauen aus dem Internet. Vielen Dank. So. Kommen wir gleich zum ersten großen Missverständnis, das mir tatsächlich immer wieder begegnet und auch hier in der Vorbereitung wieder begegnet ist, dass Leute kommen und sagen so, ey, ist doch scheiße gerade, ich will gar nicht immer gute Laune haben und darum geht es halt auch gar nicht, finde ich. Resilienz bedeutet für mich nicht, dass man immer gute Laune haben muss. Es bedeutet für mich auch nicht, dass man gleichgültig werden muss, dass man sich nicht mehr berühren lassen sollte oder dass man abstumpfen sollte gegenüber menschlichen Schicksalen. So. Resilienz bedeutet für mich, mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen umgehen zu können. Die sind ja auch manchmal widersprüchlich und andere haben auch Bedürfnisse und das ist alles ganz schön kompliziert. So, ihr merkt, wie kommt man dahin? Man redet drüber. Yay! Man redet drüber, was einen belastet, was einen freut. Man setzt Dinge ins Verhältnis, man spricht über die Graustufen und warum Dinge vielleicht so sind, wie die sind. Und man hört anderen zu, auch immer ganz gut, welche Bedürfnisse sie haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und so weiter. Dann habe ich überlegt, warum es uns eigentlich so schwer fällt, über Belastungen zu sprechen. Und das ist ein bisschen lustig, weil natürlich komme ich an zwei Dingen nicht vorbei und ich bin gespannt, wer gleich lacht, weil das sind dann die Personen, die mich ein bisschen besser kennen, weil im Laufe eines Gesprächs komme ich eigentlich immer da drauf. Genau, Patriarchat und Kapitalismus, beide gehen Hand in Hand. Was meine ich damit? In dem Fall Kapitalismus als auf Gewinnmaximierung ausgelegtes System, in dem individuelle Schwächen keinen Platz haben. Ne? Also wenn man halt irgendwie nur arbeiten soll, um den Gewinn zu maximieren, könnte man ja annehmen, Bedürfniskommunikation oder Sprechen über Gefühle trägt dazu nichts bei. Ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen, vor allen Dingen mit der berühmt-berüchtigten Generation Z und dem Fachkräftemangel. Sarah Weber hat darüber ein ganz schönes Buch geschrieben, so die Welt geht unter, aber ich muss trotzdem arbeiten. So, und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Teil, warum sich da jetzt gerade so ein bisschen was verschiebt und warum auch dieser Resilienzgedanke immer so nach vorne kommt. Und wenn ihr jetzt denkt, so, oh, was will die blöde Feministin mit dem Patriarchat, könnt ihr euch ja mal fragen, warum, zumindest meiner Erfahrung nach, und ich werde bald 40, also ein paar Jahre Erfahrung habe ich mittlerweile, vor allen Dingen Männer so große Probleme damit haben, über ihre Bedürfnisse zu sprechen oder über vermeintliche Schwächen. Und warum viele Frauen im Gegenzug das Gefühl haben, nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse, sondern gleichzeitig auch noch die ihrer Arbeitskollegen oder die ihrer PartnerInnen antizipieren zu müssen und ständig in die Rolle der Kümmerin gedrängt werden, ob sie es wollen oder nicht. Und dann, wenn ihr soweit seid, könnt ihr ja mal drüber nachdenken, ob dieser Zustand wirklich so sein muss oder ob das vielleicht was mit unseren Gesellschaftsstrukturen zu tun hat. So, man sieht hier aber, finde ich, ganz gut, dass
Patriarchat auch scheiße ist für viele Männer, denn wir leben in einer Art Dauerkrisenzustand, Gleichzeitigkeit von Katastrophen, niedlichen Tierbildern, ständig schreit einen irgendwas an, ob es Menschen sind oder Schlagzeilen, gleichzeitig noch der Klimawandel, ökonomische Sorgen und Spätkapitalismus. Wie soll man das ganz alleine aushalten? Spoiler, gar nicht. Es ist okay, wenn die Welt euch abfuckt, sprecht drüber. Und das finde ich tatsächlich auch wichtig, auch im beruflichen Kontext, weil da verbringen die meisten von uns ja relativ viel Zeit. Genau. Behaltet dabei aber im Hinterkopf, dass jeder Mensch mit einem anderen Päckchen kommt, jeder andere Triggerpunkte hat, die man den Leuten nicht unbedingt ansieht. Was meine ich damit? Beispiel von mir, ich war lange Social-Media-Redakteurin beim Spiegel und habe da wirklich viel Sachen gesehen, von denen ich hoffe, ihr müsst die nicht sehen. Ich kann eigentlich ganz gut was ab, nun bin ich aber irgendwie in der Zwischenzeit Mutter geworden und freue mich, wenn nicht ausgerechnet ich ungefragt Fotos von toten Kindern sichten muss. So. Kann man mir aber nicht in den Kopf gucken, also muss ich was? Genau, ich muss heute vielleicht mit meiner Führungskraft drüber sprechen. So. Dass ich das aber kann, und da sind wir wieder beim profitorientierten Kapitalismus, setzt voraus, dass ich Führungskräfte habe, die empathisch sind, bei denen man sich das auch traut, über Ängste und Belastungen zu sprechen. Und nicht so Leute wie, ich glaube, es war der St. Oliver-Gründer, der längst mit, ich paraphrasiere etwas, Urlaub kann ich machen, wenn ich tot bin, durch die Presse ging. Ich glaube, mit solchen Leuten weiß ich nicht, ob man da über Belastungen, also vielleicht tue ich ihm Unrecht und man kann das total gut, aber ich würde es jetzt von der Aussage her nicht mal unbedingt erwarten. So. Deswegen ganz wichtig, versucht die Belastung nicht zu verschweigen. Und das geht jetzt hier an die Führungskräfte im Saal. Ich weiß, auch ihr habt es nicht leicht, ne? Im Gegenteil, ihr habt es eigentlich schwerer. Der Druck des Kapitalismus ist bei euch noch viel schlimmer. Ihr tragt auch noch mehr Verantwortung. Aber ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr es vielleicht schafft, den Druck nicht ganz so sehr an eure Mitarbeitenden weiterzugeben. Denn dann könnte man ja gemeinsam versuchen, den Kreislauf zu durchbrechen und für eine Atmosphäre zu sorgen, in der Menschen sich trauen, mit euch über die Belastungen zu sprechen. Und dann kann man vielleicht gemeinsam gucken, dass man das heilt, bevor es Burnout am Start ist. Aber, wie gesagt, niemand, finde ich, kann sich da aus der Verantwortung stehlen. Denn das, was für mich total wichtig ist, dass jeder und jede Einzelne, egal wie sie denkt, wie klein ihr Einflussbereich ist, in diesem kleinen Einflussbereich ja die Chance hat, einfach der Mensch zu sein oder die Kollegin, die Partnerin, wer auch immer, die sie gerne sein möchte. Und das ist nicht immer leicht, weiß ich selber, aber man kann es ja zumindest mal versuchen. So, das war der Teil mit Patriarchat und Kapitalismus. Jetzt versuche ich noch mal ein bisschen konkreter zu werden und das Ganze runterzubrechen. Und zwar, was bedeutet denn das für uns alle? Was kann jeder von uns vielleicht tun, um diese Gleichzeitigkeit der Dinge besser ertragen zu können? So. Ich finde, zuallererst muss man sich mal bewusst machen, dass wir aus einer Pandemie kommen. Viele von uns, nicht alle, haben in den letzten Jahren übermäßig viel Zeit alleine oder in der Kernfamilie verbracht. Wir müssen uns, also zumindest geht mir das so, auch erst an zwischenmenschliche Interaktionen gewöhnen. Gleichzeitig hat sich durch die Pandemie die Arbeitswelt, zumindest für viele AkademikerInnen, extrem verändert. Also das heißt, statt ständigen Dienstreisen und Büros, wo es immerhin bequeme Stühle gibt, gibt es jetzt Videocalls und in meinem Fall, ich sitze immer noch am Küchentisch und auf meinem Küchenstuhl. Dafür ist es zu Hause schön ruhig, aber ich erlebe auch die zunehmende Verdichtung der Arbeit. So, ich will gar nicht bewerten, was davon besser ist. Ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich sage nur, macht euch bewusst, dass die Dinge sich immer wieder verändern. Und da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Man muss halt drüber sprechen. So. Eine weitere Sache, die ich ganz wichtig finde, obwohl ich mit meinem Smartphone verheiratet bin, nachrichtenfreie Zeit. Smartphone und Social Media machen, dass man sich 24 Stunden am Tag könnte man Nachrichten konsumieren. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so gesund, also jedenfalls für die wenigsten von uns. Deswegen gönnt euch Zeit ohne Nachrichten. Gönnt euch Zeit mit Quatsch, mit Memes, mit WhatsApp-Chats, mit Freunden. So, ich glaube, das ist was, wo gerade, wenn man damit beruflich umgeht, so wie ich, man das gerne vergisst, Social Media darf schon auch Spaß machen. Ne? Das muss nicht immer scheiße sein. Und dann habe ich gehört, es ist auch sinnvoll, sich smartphone-freie Zeitinseln zu
nehmen, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe es jetzt hier auf Flugmodus gestellt, damit mich auch wirklich niemand anruft. Genau. Aber sucht euch eine möglichst gesunde Bewältigungsstrategie. Also ich meine, ihr seid hoffentlich alle erwachsen, bis auf das kleine Menschlein da vorne. Von daher könnt ihr euch bitte, wenn ihr findet, trinken ist die Lösung, I don't know, aber ich würde euch zu einer möglichst gesunden Bewältigungsstrategie raten. Sticken, laufen, Bananenbrot backen, Zeit mit Freunden verbringen, die Wand anstarren. Ihr wisst das, glaube ich, selbst am besten. Und wenn ihr es nicht wisst, solltet ihr euch da, glaube ich, dringend mal drüber Gedanken machen, weil es einfach wichtig ist. Ihr müsst euch ablenken. Und ich glaube, Dinge bewältigt man nur, indem man dem Kopf halt auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen leer zu laufen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man gleichgültig werden muss, sondern das heißt, dass man nicht das Elend der Welt für 24 Stunden im Kopf haben muss. Schläft man auch schlecht. Abgrenzung ist wichtig. Stichwort Abgrenzung. Man muss tatsächlich, ich glaube, man kommt nicht dran vorbei, auch selbst aktiv Grenzen zu setzen. Dass man sagt, wenn was zu viel wird, dass man dann Bewältigungsstrategien aktiviert. Aber ne, it goes both ways. Die Grenzen anderer Menschen sind nämlich auch relevant. Deswegen bitte versucht, andere Menschen nicht als euer Google zu benutzen, denn auch andere Menschen haben Recht auf Feierabend, auch Expertinnen, auch im Internet. Es ist wichtig, sich Pausen zu gönnen, it goes both ways. Auch eine Aktivistin, die unermüdlich über die Situation in Iran aufklärt, möchte das vielleicht gar nicht immer machen und da hat sie auch ein gutes Recht drauf. Und wenn sich da möglichst viele Leute dran beteiligen, dann haben wir am Ende alle ein bisschen weniger Stress. So, und weniger Stress haben wir tatsächlich, glaube ich, auch, wenn wir endlich zu einer anderen Fehlerkultur kommen. Denn, surprise, Fehler sind okay, weil wir machen alle Fehler so. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen oder auch umgehen dürfen. Natürlich sind manche Fehler schlimmer als andere und andere haben weitreichendere Konsequenzen. Aber gerade auf Social Media werden viele Fehler, also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, auch erst dann groß, weil wir es nicht gelernt haben, zuzugeben. Und auch um Entschuldigung zu bitten. Und natürlich macht uns die Gesellschaft das schwer, beziehungsweise Patriarchat und Kapitalismus, ich muss es immer wieder sagen, man will halt makellos sein. Und das ist halt die Kultur, zumindest ist es bei mir so, wie gesagt, ich werde dieses Jahr 40, das ist halt die Kultur, aus der ich komme, mit der ich aufgewachsen bin. Ich musste auch immer wieder gegen ankämpfen. Und dann ist es wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, dass Social Media auch immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit zeigt. Und der ist meistens recht laut, weil sich Hass und Wut besser verbreiten. Also wird einfach zugespitzt. Sieht man leider mittlerweile nicht mehr nur auf Social Media, sondern in ziemlich vielen Bereichen. Politik, finde ich, ist aktuell ein ganz gutes Beispiel, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber das Gute ist, ne, ihr müsst dabei gar nicht mitmachen. Yay! Ihr könnt euch auch fragen, braucht es meine Meinung zu dem Thema jetzt wirklich auch noch? Muss ich oder will ich wirklich dieses Mal auch noch was dazu beitragen? Oder lasse ich es vielleicht einfach? Ne? Nicht falsch verstehen, legitime Kritik ist total wichtig und richtig. Ich glaube, es ist halt meistens gut, wenn man sie konstruktiv formuliert. Aber auch da, ich verstehe total, ich kann, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, das auch nicht immer konstruktiv sein. Aber man kann sich dann schon auch fragen, ob ausgerechnet Zuspitzung auf Social Media dann das richtige Mittel ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es früher TM ein bisschen mehr Austausch von Argumenten gab und mittlerweile wird halt sehr oft einfach nur reingeschrien und das Bedürfnis dazu, wirklich auch mal zu sagen, agree to disagree, ist nicht mehr so richtig vorhanden. Und ich glaube, da kommt die Community-Managerin in mir durch, dass ich mir denke, Social Media ist eben auch so viel mehr als Hass und Wut. Es sind einfach auch total wertvolle Austausche, die man immer noch haben kann. Und dann bin ich halt so romantisch, dass ich denke, ich wünsche mich da manchmal immer noch so ein bisschen hin zurück. Damit sind wir beim nächsten Punkt tatsächlich, und zwar empathisch bleiben. So, was bedeutet das? Dass wir versuchen, uns in andere hineinzuversetzen. Das bedeutet nicht, dass man deren Verhalten dann total super findet, sondern dass man erstmal anerkennt, dass andere Menschen vielleicht andere Motive haben oder andere Emotionen. Das bedeutet zum Beispiel einsehen zu können, dass eure schwarze Arbeitskollegin es überhaupt nicht witzig findet, wenn ihr ihr ungefragt über die Haare streicht, selbst wenn ihr sagt, oh ne, wieso, also bei mir wäre das jetzt überhaupt kein Problem. So. Kurz
Man kann zumindest versuchen, kein Arschloch zu sein. Gelingt auch nicht immer, weiß ich auch, aber man kann es ja zumindest mal versuchen. Denn ich glaube, und damit sind wir dann auch wieder beim Ausgangspunkt, die Gleichzeitigkeit der Dinge war in Wirklichkeit schon immer da. Aber durch die Verdichtung und durch das Zusammenrücken der Welt oder zumindest das scheinbare Zusammenrücken der Welt, ist es einfach für jeden Einzelnen präsenter geworden. Und das kann einfach richtig, richtig stressig sein. Deswegen, ihr merkt leider, es gibt nicht so das richtige Patentrezept und es gibt auch nicht so die allgemeingültige Formel, so wenn du das und das machst, dann wirst du am Ende resilienter sein. Wenn ich die hätte, dann hätte ich vielleicht schon ein Buch drüber geschrieben und wäre sehr reich. Man kann es nur, das meine ich, mit Empathie versuchen. Und das ist sozusagen mein Schlusspunkt, bevor wir vielleicht noch dazu kommen, dass ihr, hier sind Mikrofone, eure Erfahrungen teilt oder nachfragen wollt. Ich finde es total wichtig, dass man den Blick fürs Schöne nicht verliert. Again, das heißt nicht, dass man alles super finden muss, tue ich auch nicht, aber man darf sich einfach auch freuen. Man darf sich freuen über Dinge wie eine Gehaltserhöhung, über eine Kugel Lieblingseis oder in meinem Fall darf man sich darüber freuen, dass der eigene Vortrag von der Republika-Orga auf den Montagmittag gelegt wurde und ich deswegen nicht 3 Tage lang aufgeregt sein muss, sondern dass ich jetzt einfach schon fast durch bin. Darüber freue ich mich nämlich sehr und ich finde es tatsächlich wichtig, wenn man so viel über Hass redet und über, wie kommt man jetzt eigentlich klar, so diese kleinen Sachen, man muss sie auch nicht überbetonen, habe ich vielleicht bei dem Punkt getan, aber egal, so die halt einfach nicht aus dem Tritt zu verlieren, aus dem Blick zu verlieren. Das war es tatsächlich von mir, aber ich würde tatsächlich gerne einmal gucken und die Runde öffnen, vielleicht für eure Strategien mit der Gleichzeitigkeit der Dinge klarzukommen oder für wo ihr es halt vielleicht nicht schafft. Ihr könnt aber auch gerne nachfragen. Wie gesagt, hier sind 2 Mikros und ich glaube, wir haben jetzt noch so ungefähr 7 Minuten. Müsst ihr euch ein bisschen, vielleicht kein Co-Referat, aber ihr könnt gerne ans Mikro gehen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, ist auch okay. Ich beschwere mich nicht. Dann muss ich euch aber noch meine letzte Folie zeigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mich noch erreichen wollt für Feedback oder so, bitte versucht es mit Habicht Horn googeln und nicht mit Eva Horn googeln. Es gibt nämlich noch eine andere Eva Horn, die ist Literaturwissenschaftsprofessorin in Wien und wir werden oft verwechselt und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Deswegen sucht nach Habicht Horn und gebt mir gerne Feedback, sagt mir, was ich noch hätte besser machen können oder könnt mir auch einfach nur sagen, dass es euch gefallen hat. Danke!